Ach so, wieder bin ich wieder da. Ach so, moin moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Werder News Folge, beziehungsweise zu einem Bundesliga-Rückblick zum Spiel Werder gegen Gladbach. Leute, ich war im Stadion, konnte dementsprechend das Spiel nicht streamen, aber ich kann euch sagen, es war ein krankes Spiel. Aber alles nach dem Intro. So Leute, ich war bei dem Spiel im Stadion Steher. Ich sag euch, geht bitte niemals Steher. Ansonsten nur wenn ihr so 2, 3 Stunden bevor schon da seid. Ansonsten findet ihr keinen Platz und dann ist das Spiel für euch auch schon gelaufen. Außer ihr habt Glück und ihr könnt euch dann auch irgendwie durchzwängen. Aber das haben wir nicht geschafft. Wir haben uns am Ende irgendwie Wir haben es am Ende aber schon gut gesehen. Wir haben eigentlich nur ein Tor verpasst. So, auf jeden Fall, Werder gegen Gladbach ging 5 zu 1 aus für Werder. Digga, einfach nur krank. Werder, Gladbach war in den letzten Tagen ja eigentlich formstark, vor der Länderspielpause waren sie ja eigentlich relativ gut, haben eigentlich gut gespielt. Werder ja auch. Aber Gladbach war auf einmal gar nicht mehr da. Die Verteidigung war offen wie sonst nichts war's. Werder ist da so durchgekommen. Apropos Lücke zu WM muss einfach, wenn Flick ihn nicht mitnimmt als bester deutscher Stürmer, dann weiß ich auch nicht. Digga, er ist momentan Top-Scorer der Liga und er nimmt ihn nicht mit. Digga, das kann, wenn er ihn nicht mitnimmt, Digga, Hansi Flick, Digga, dann verstehe ich dich nicht. Auf jeden Fall, Digga, das war ein krankes Spiel. Es war so geil. Also, Duxch hat auch endlich mal wieder ein Tor geschossen. Endlich, Digga. Duxch, auch wenn ich dich so oft beleidigt habe, innerlich habe ich dich geliebt und habe immer daran geglaubt. Und. Ja, auf jeden Fall war es ein krankes Spiel. Es hat Bock gemacht. Gladbach war unterirdisch schlecht. Außer das eine Tor, auf mal in der zweiten Halbzeit, Anfang hat wieder Gladbach gespielt. Apropos an die Gladbacher Fans, ihr habt echt kranke Fans, ne? Als Werder mal ein bisschen ruhiger geworden ist, hat man Gladbach von der anderen Seite richtig laut gehört. Also richtig krank. Also Gladbach hat echt auch kranke Fans, das muss man sagen. Besonders, es waren ja nur 2.000, 3.000 Stück und die waren echt laut. Krank. Auf jeden Fall, das Spiel für mich eine 10 von 10. Es geht für mich auch wieder in die Geschichtsbücher ein, wie das Spiel gegen Dortmund. Und ja, was ich auch auf jeden Fall sagen wollte, träumen ja jetzt schon von Europa und. Leute, beruhigt euch erstmal. Die Saison ist noch sehr jung, also beziehungsweise noch nicht sehr jung, aber sie ist jung. Wir sind gerade mal beim 8. Spieltag. Leute, beruhigt euch. Rom wurde auch nicht in einer Stunde gebaut, also Leute, beruhigt euch. Aber es sieht gut aus. Das will ich damit nicht behaupten. So, das war meine Meinung zu dem Spiel. Ich würde mal sagen, ich beende aber jetzt auch hier das Video. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Bis bald, euer Justin. Und ich würde mich auch gerne über ein Like freuen. Meine Arbeit ist sehr viel wert, würde ich mal sagen. Wenn ihr es auch so findet, gerne ein Like. Tschüss.